Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KBS Regional TV. Wann waren Sie das letzte Mal im Krankenhaus oder mussten vielleicht sogar in die Notaufnahme? Ihnen ist aufgefallen, dass man dort etwas länger warten kann? Das liegt nicht an der Qualität der Ärzte oder an der Arbeit dort, sondern ist hausgemacht. Wir Patienten sind oft nicht an der richtigen Stelle, denn die Notaufnahme ist nur für ernsthafte Fälle. Wann und wie man sich richtig entscheidet, das sehen Sie in unserem ersten Beitrag. Hier geht es um Leben und Tod. Notaufnahme Kaltim Klinikum Cottbus. Über 100 Notfälle täglich. Die Hälfte keine Notfälle. Sie kommen aus anderen Gründen. Doch das Team der Notaufnahme darf keinen wegschicken. Über 30.000 Patienten werden im Jahr hier allein in der Notaufnahme in Cottbus behandelt. Rettungswagen der gesamten Region steuern das Haus der Maximalversorgung an. Der Chefarzt der Notaufnahme, Dr. Olaf Knopke, beobachtet in den letzten Jahren einen Anstieg des oft unbegründeten Aufsuchens der Notaufnahme. Ja, die Notaufnahme ist ursprünglich mal entstanden als eine Institution für die Versorgung lebensbedrohlich verletzter oder erkrankter Patienten. Inzwischen ist die Notaufnahme aber eine Einrichtung geworden, wo Patienten mit allen möglichen Leiden 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr herkommen. Und genau das ist das Problem. Immer mehr Menschen suchen die Notaufnahme auf, obwohl sie hier nicht hingehören. Hinter den Kulissen der Notaufnahme arbeitet man daher nach einem sogenannten Notfallkorridor. Diese Triage ist farb hinterlegt. Und zwar sind rote Patienten, Patienten, die sofort behandelt werden müssen. Das sind schwerste Verletzungen oder lebensbedrohliche Erkrankungen. Orange, da hat die Kontaktzeit zum Arzt 10 Minuten Zeit. Das sind auch schwer verletzte oder schwer erkrankte Patienten. Die gelb eingestuften Patienten, da die Zeit zum Erstkontakt 30 Minuten, grün 90 Minuten und die blauen, die wollen wir hier gar nicht sehen. Das sind überhaupt keine Notfälle, da sind 120 Minuten Zeit. Auch die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung sehen die Zunahme des Patientenaufkommens. Nun reagiert man darauf. Seit einigen Monaten gibt es die KV Regiomed Bereitschaftspraxis. Sie kann von allen Patienten jeder Kassenart aufgesucht werden. Die KV-Praxis ist direkt neben der Notaufnahme. Das ist also sehr günstig. Wir können also Patienten, die nicht akut erkrankt sind, dort an diese Praxis verweisen. Oder die Praxis kann, wenn die Ressourcen dort ausgeschöpft sind, in die Notaufnahme überweisen. Das ist also sehr gut. Also die Zusammenarbeit klappt gut. Doch die bevorstehenden Feiertage werden auch die Cottbuser Notaufnahme wieder an ihre Grenzen bringen. Früher war es mal so gewesen, dass eigentlich hauptsächlich die internistischen Fälle zugenommen haben, also Gallenleiden und sowas, alles nach fettem Essen. Inzwischen ist es aber auch so, dass Verletzungen auftreten, weil vor allen Dingen Jugendliche feiern nicht mehr mit Weihnachtsbaum, sondern machen Partys. Und raten kann ich eigentlich nur, dass Patienten, die eigentlich nicht schlimm dran sind, in die KV-Praxis gehen sollten. Die ist auch an den Feiertagen geöffnet. Nur so können sich die Ärzte auf die wirklichen Notfälle konzentrieren, denn dort geht es wirklich um Leben und Tod. Ja, also bitte, wenn Sie selbst einschätzen können, dass Sie vielleicht zu einem normalen Facharzt gehen sollten, dann tun Sie es bitte auch. Und wenn der nicht geöffnet hat, suchen Sie die neue KV Regiomed Praxis auf, denn die Notaufnahme soll wirklich nur für Notfälle sein. Was die Knappschaft Neues bietet, beziehungsweise welche Leistung sie hat, das sehen Sie jetzt in unserer Kurzmeldung. Die Knappschaft bietet ihren Mitgliedern eine Vielzahl von Möglichkeiten, gesund zu leben und sich somit primär präventiv zu verhalten. Das Thema Ernährung, für das Thema Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik, findet sich eine ganze Menge an Kursen hier von regionalen Anbietern. Und die finden Sie auf unserer Internetseite in der Rubrik Gesundheitskurse. Dort geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und finden dort entsprechende Kurse und setzen sich dann mit dem Anbieter in Verbindung und schauen, ob der Kurs noch frei ist. Bei der Knappschaft kann er sogar zweimal im Jahr den gleichen Kurs durchführen. Das ist so eine sehr seltene Variante, die wir da anbieten, unseren Versicherten, weil es doch ganz viele gibt, die zum Beispiel gern zur Rückenschule gehen. Und da übernehmen wir dann 80 Euro. Ja, es gibt Kassen, die übernehmen nur 80%. Wir übernehmen aber 80 Euro bei diesem Kurs. Wer jetzt zur Knappschaft wechseln möchte, sollte sich einfach in der Cottbuser Geschäftsstelle in der August-Bebel-Straße melden. Wie oft waren Sie dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Täglich oder einmal in der Woche? Und dann immer einen Glühwein und gebrannte Mandeln und fettes Essen?
Das kann ganz schön auf die Figur gehen und ist für die Gesundheit sicherlich nicht immer ratsam. Doch wir wollen uns natürlich das Weihnachtsfest auch nicht verderben lassen. Wir waren mit der Ernährungsberaterin Marlene Nowotnik unterwegs und haben uns mal die verschiedenen Stände auf dem Cottbuser Weihnachtsmarkt angeschaut. Überall im Land laden in diesen Tagen wieder die Weihnachtsmärkte zu einem kulinarischen Besuch ein. Auch Marlene Nowotnik ist unterwegs. Doch als Ernährungsberaterin hat sie dabei einen sehr kritischen Blick. Nüsse, Kerne, Mandeln, Chili-Mandeln. Schokoladenmandeln haben wir auch. Schokolademandeln, ja. Chili-Mandeln, das ist bestimmt eine leckere Variante, ja, oder? Scharfe Variante. Scharfe Variante. Aber sie sind auch gesund. Ne? Eine Nuss hat ja sehr viel, man sagt immer Gehirnnahrung. Ne? Aber es ist ja nur einmal Weihnachten. Ne? So, und dann sollte man sich schon mal was gönnen, sage ich mir. Ich mache das ja auch. Und hinterher tue ich dann wieder ein bisschen Sport machen, dass das alles wieder verschwindet. Sie haben ja auch was nicht ganz so gehaltvolles, bisschen kalorienärmeres, schönes, leckeres Obst mit Schokolade. Ja. Und Weintrauben, Mandarinen. Das sieht gut aus. Weiter geht es auf dem Cottbuser Weihnachtsmarkt. Ich treffe Marlene Nowotnik gleich an einem Stand mit herzhaften Leckereien. Ich glaube, in der Weihnachtszeit ist es besonders vorteilhaft, wenn man mal auch mal was anderes probiert. Und warum nicht so eine Pfanne, wie die Grünkohlpfanne beispielsweise, und warum nicht auch mal Champignons? Die Pilze an sich sind nährstoffreich, das ist zweifelsohne ein ganz großer Vorteil. Sie haben zum Beispiel sehr viel Eisen, sie haben sehr viel Pflanzenbegleitstoffe, die gut sind. Nun ist es vielleicht nicht von dem Vitamingehalt das Optimum, aber mal eine kulinarische Idee. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal an einen Glühweinstand und dann werden wir uns mal über das Thema Glühwein unterhalten. Oh ja. Ich muss ja gestehen, zur Weihnachtszeit, da gönne ich mir auch gerne mal einen Glühwein mehr. Wie ist das eigentlich mit dem Glühwein und dem Zuckergehalt? Also ich auch, gestehe ich genauso. Ja, der Glühwein ist ein leckeres Getränk zu Weihnachten. Aber man muss auch wissen, etwa 200 Kilokalorien kommen pro Tasse da schon zustande. Das ist nicht gerade ohne. Gibt es da Unterschiede mit Schuss oder ohne? Ja, unbedingt. Also wenn jetzt noch zusätzlich Alkohol dazukommt, wir müssen den Zuckergehalt rechnen, wir müssen den Alkoholgehalt rechnen, das schlägt ein bisschen mehr auf die Hüften, das ist sicherlich so. Ich denke mir immer, es wird vom Arzt gesagt, ein Glas Rotwein am Abend, das kann nicht schädlich sein. Nun ist das ja auch eigentlich nur heißer Rotwein. Ja, die Basis ist nun mal Rotwein, das ist wahr. Und Rotwein hat die unglaublichen Vorteile, dass es gut für die Gefäße ist, also die Gefäße schön geschmeidig hält, sogar ein kleines bisschen cholesterinsenkenden Effekt hat. Aber der Alkohol würde da dagegen spielen. Okay, ich denke, wir lassen uns das trotzdem mal schmecken, oder? Unbedingt. Jetzt haben wir uns einen leckeren Glühwein gegönnt und auch über die Kalorien gesprochen. Wie ist es eigentlich mit dem Fisch? Oh, das ist eine ganz, ganz leckere Alternative und wirklich eine sehr, sehr wertvolle Idee eigentlich. Denn viele Menschen wissen gar nicht, wie wertvoll, welche wertvolle Inhaltsstoffe der Fisch enthält. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Welchen Fisch würden Sie denn empfehlen und welcher ist ganz besonders gesund? Also gerade beim Fisch gibt es da manchmal auch ein bisschen falsche Ideen der Menschen. Sie schauen gerne auf den Fettgehalt, aber gerade beim Fisch würde ich hier mal eine Ausnahme machen, denn der Fettfisch ist der wertvollste Fisch mit genau diesen wertvollen Fettsäuren. Und da sehen wir haben hier eine leckere Makrele, wir haben Hering, wir haben sehr guten Lachs und ein Stück weg natürlich auch der Heilbutt. Eigentlich ist der Heilbutt ein Mittelfettfisch. Gut, in der Zubereitung ist er manchmal fetter, wenn man ihn jetzt eingeschweißt kauft. Ich würde ihn lieber nicht eingeschweißt kaufen, sondern hier so am Fischstand sicherlich. Was man allerdings wissen muss, alle die gesamten Fischsorten hier haben ein leichtes, wertvolles Eiweiß. Das ist sehr leicht verdaulich und halt andere auch wertvolle Inhaltsstoffe. Es ist die Frage auch, wie er zubereitet wird, ob man ihn jetzt geräuchert genießt, ob man ihn selbst zubereitet, gedünstet, gebraten und immer eine Frage der Beilage. Wie ist es eigentlich mit Ihnen? Was wird es zu Weihnachten geben und wie verbringen Sie die Weihnachtszeit?
ganz traditionell in Familie, ganz in Ruhe und ja, mit Spaß natürlich auch. Und vom Kulinarischen her gehört die Weihnachtsgans für uns dazu. Natürlich nicht ganz so groß, ein Stückchen ein bisschen kleiner, dafür die Rotkohlportion größer, Rosenkohl ein bisschen mehr und Kartoffeln. Wenn Sie das sagen, ich glaube, dann können alle Zuschauer auch ein bisschen zugreifen zu Weihnachten und im neuen Jahr dann vielleicht auch wieder abtrainieren. Vielen Dank erstmal und ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Dankeschön, Ihnen auch. Tschüssi. Ja, genießen Sie die Leckereien trotzdem, aber Sie haben gehört, die Dosis macht das Gift. Liebe Zuschauer, wieder ist ein Jahr rum. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest und vor allem kommen Sie gesund auch in das neue Jahr. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Jahr wieder einschalten. Machen Sie es gut.